Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme der neuen Serie Kraftwerk Praxis. Und zwar habe ich mir überlegt, die ersten 40 Folgen, das hat super funktioniert. Ihr habt großes Interesse gehabt an dem, was ich erzählt habe. Und irgendwie müssen wir das noch viel weiter in die alltägliche Praxis hineinbringen. Und deswegen gibt es jetzt die Serie Kraftwerk in Praxis. Genau, also wie lebt man das, in der Kraft Gottes unterwegs zu sein, im Alltag, im normalen Alltagsgeschehen? Das will ich euch in dieser Serie erzählen und deswegen heute die erste Folge Kraftwerk Praxis. Und ich möchte in dieser Praxisserie ganz konkret auch die Geschichten der Bibel nehmen und sie in unsere Zeit hineinbringen, damit ihr sehen könnt, was sie für uns bedeuten und welches Vorbildfunktion die biblischen Geschehnisse für uns haben und wie wir das erleben können auch genauso. Und die heutige erste Folge, habe ich mir überlegt, die machen wir mit der Hochzeit zu Kana. Die kennt ihr wahrscheinlich schon alle, aber ich möchte die Geschichte trotzdem aus der Schlachterübersetzung vorlesen, damit sie euch mal wieder ein bisschen rekapituliert wird. Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort, aber auch Jesu wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an den Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge, die nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt diese Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er sprach zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Dieser Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten an ihn. Wenn ihr die Geschichte jetzt so hört, dann möchte ich mal die ganz einfache Frage stellen: Ja, was hat Jesus denn jetzt eigentlich getan? Ganz praktisch. Eigentlich nichts. Ich meine, wenn man das mal genau nimmt, er hat weder ein Gebet über den Wein gesprochen, noch hat er irgendwas geboten, noch hat er irgendwas Übernatürliches gemacht, sondern er hat lediglich gesagt: Füllt die leeren Krüge, die üblicherweise für die Reinigungszeremonie da waren, jetzt mit Wasser auf und trinkt mal davon. Mehr hat er nicht gemacht. Also ein Wunder wirken stelle ich mir oftmals anders vor. Da denke ich immer, es müsste doch sowas Gewaltiges sein, so etwas, Mann, dass es am besten Feuer vom Himmel fällt oder Regen aufhört oder was auch immer, aber irgendwas ganz Starkes, Besonderes. Aber er hat letztlich nur den Satz gesagt: Füllt die Krüge mit Wasser, das war's. Und das war das erste Wunder. Wie kann das geschehen? Nun, Jesus selber sagt von sich: Ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, er hat mit seinen Augen, mit seinem Sehen gesehen, Gott will da etwas tun, etwas wirken, etwas zeigen, will Jesus dort mit seiner Kraft und Herrlichkeit demonstrieren und hat diesen Satz gesprochen. Das war alles. Jesus hat sehen können, was der Vater vorhat. Und darum geht es mir relativ stark in dieser ganzen Kraftwerk-Praxis-Serie, dass wir lernen, manchmal ist es nicht ein Hören, sondern ein Sehen. Und er hat möglicherweise gesehen, wie die Gäste aus den Krügen trinken, zum Beispiel.
und wusste, da muss jetzt etwas rein, das sie nachher trinken und schöpfen können. Und darum, das möchte ich euch so mitgeben, dieses Lernen, diesen Blick zu bekommen für das, was Gott vorbereitet hat. Jesus selber sagt es im Johannes 5,19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Das heißt, Jesus konnte nicht machen, wie er wollte. Er konnte nicht einfach sagen, komm, ich will jetzt, dass das Wasser zu Wein wird. Das konnte er nicht. Sondern er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Das heißt, er konnte nur dieses Wunder da aussprechen, dieses Kraftwirken Gottes sprechen, was er Gott vorher gesehen hat, was er tun will. Es geht ums Sehen. Ich denke, dass wir als Christen ganz oft eine Überbetonung des Hörens haben. Wir wollen Gottes Stimme hören, seine Eindrücke wahrnehmen. Aber oftmals geht es ums Sehen. Dass wir sehen können und lernen, was Gott tun möchte. Und Jesus sagt von sich, denn was dieser tut, der Vater, das tut gleicherweise auch der Sohn. Er konnte sehen, was Gott tun wollte im unsichtbaren Raum, in dem Ewigkeitsraum konnte er das erkennen. Da tut sich etwas und konnte das im Jetzt und Hier aussprechen, sodass es Wirklichkeit wird. Und ich glaube, da sollten wir lernen, mehr und mehr hineinzuwachsen, in dieses Hineinsprechen, Dinge hineinsprechen, die wir im unsichtbaren Raum schon sehen. Ich habe das schon in der Folge 40 erzählt, dass ich durchaus Dinge sehe, wie sie kommen sollen und versuche, diese nun ins Hier und Jetzt hereinzuholen, hineinzusprechen, hineinzubeten oder wie auch immer. Es geht darum, dass wir den Blick bekommen für das, was Gott im Unsichtbaren vorbereitet hat, damit wir es ins Sichtbare hineinholen. Und ich habe diese Folge genannt Versorgungsengpässe auflösen, weil wir ganz oft in unserem Leben ganz auf ganz natürliche Weise in Schwierigkeiten geraten. Es ist vielleicht nicht so wie in der Geschichte von Jesus jetzt und dem Wein, dass es uns an Wein mangelt und dass wir deswegen in Schwierigkeiten sind, sondern bei uns sind sie vielleicht viel substanzieller. Dass wir erleben, wie die Arbeitsstelle sich plötzlich pulverisiert, dass plötzlich Dinge in Schwierigkeiten geraten und wir nicht wissen, wie das Leben überhaupt weitergehen soll. Und wir in Versorgungsschwierigkeiten kommen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott dafür etwas vorgesehen hat für uns. Dass er etwas sich überlegt hat, wie wir da hinausfinden können, einen Ausgang gelassen hat dafür. Und dass es genau darum geht, nämlich dann zu erkennen und zu sehen, was hat Gott eigentlich dort im unsichtbaren Raum für uns vorbereitet. Was hat er für mich, für meine Familie vorbereitet, damit wir versorgt sind. Dass seine Versorgung zu mir durchkommt. Und genau das hat etwas mit diesem Sehen zu tun. Ich glaube nämlich, dass es notwendig ist, dass wir sehen können, diesen Ausgang sehen können, den Gott uns gibt, damit wir dann wissen, wie es weitergeht. Ich glaube wirklich, dass Gott uns einen Ausgang gibt für solche Situationen und dass es dann darum geht, dieses Schauen gelernt zu haben. Und ich empfehle euch, lernt dieses Sehen darauf, was Gott für uns vorbereitet hat, in den guten Tagen. Damit, wenn die Schwierigkeiten kommen, die Herausforderungen kommen, dass sie dann fähig sind und fit dafür sind, das herzubringen. Also, ich schicke euch damit. Es lohnt sich, dran zu bleiben bei der Kraftwerk-Praxisserie, denn wir werden nach und nach entdecken, was es bedeutet, diese Impulse Gottes des Sehens, des Hörens, des Spürens, wie wir sie aufnehmen und wie wir sie in unserem Leben dann umsetzen können. Für heute habt ihr genug zum Nachdenken. Also, ich segne euch ganz herzlich. Ciao, euer Frank.